Unter den Linden. Der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt. Mit Michael Hirz. Ein bisschen denkt man nach dem gestrigen Wahlabend an Bertolt Brecht. Vorhang zu und alle Fragen offen. Natürlich sind nicht alle Fragen offen, aber vieles ist noch nicht klar nach den Landtagswahlen in Thüringen und in Brandenburg. Wird es in Thüringen erstmals in einem deutschen Bundesland dann einen Ministerpräsidenten der Linkspartei geben? Wie erklärt sich der krachende Erfolg der eurokritischen und europakritischen AfD? Und was werden die Ergebnisse von Potsdam und von Erfurt in der Bundespolitik, also in der Berliner Politik, auslösen? Darüber wollen wir heute sprechen und ich begrüße Sie herzlich bei Unter den Linden, dem Phoenix-Gespräch aus Berlin. Meine Gäste heute sind Elisabeth Nia. Sie ist Korrespondentin im Hauptstadtbüro der Zeit hier in Berlin. Herzlich willkommen. Und bei uns ist Sergej Lochthofen. Er war lange Jahre Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen in Erfurt und ist heute Publizist und bekannter Buchautor, erfolgreicher vor allem. Guten Abend. Willkommen auch Sie. Herr Lochthofen, man hat ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, als die Große Koalition sich in Berlin gebildet hat, jetzt wird Politik langweilig. Große Koalition verspricht ja jetzt nicht irgendwie spannende Zeiten. Hat man nach den Wahlen in Sachsen, aber vor allen Dingen auch nach gestern Abend immer noch den Eindruck, oder stimmt es, was heute die Süddeutsche Zeitung schreibt, es wird wieder etwas prickelnder in der Innenpolitik? Ja, es kommt auch an, wie man sieht, wenn man die AfD prickelnd findet. Vielleicht in München ist das so, aber insgesamt haben wir schon etwas Sorge, was da passiert. Und gleichzeitig würde ich sagen, das war vielleicht doch ein kleiner Trugschluss. Man hat ja mit den Ostdeutschen nicht gerechnet. Also auf Anhieb einer Partei 10% zu geben, ohne zu wissen, was die überhaupt will, wer die Leute sind, das ist schon bemerkenswert. Ich will nur deutlich machen, also das war schon ein naiver Blick auf die Politik zu glauben, das wird jetzt nur noch alles in Berlin entschieden. Ist es denn ein ostdeutsches Phänomen, weil Sergej Lochthofen das gerade so ansprach, dieser Erfolg eben der AfD, dieser eurokritischen Partei, von der man noch nicht so richtig weiß, in welche Richtung sie sich entwickelt? Ist das ein ostdeutsches Phänomen oder muss man damit rechnen, dass sich das in die westlichen Bundesländer verlängert? Die AfD hat ja schon bei der Europawahl ganz gut abgeschnitten. Insofern gibt es da einen bundesweiten Trend. Man wird allerdings jetzt sehen, wie die Union sich verhält. Ich glaube schon, dass sie in den Wochen vor den Landtagswahlen der AfD eher geholfen hat, dadurch, dass sie gesagt hat, mit denen diskutieren wir nicht, wir zeigen uns nicht mit denen. Sowas schweißt natürlich zusammen, sowas macht interessant, sowas zieht Protestwähler an. Falls sich die CDU, auch die CSU, soweit sie sich da betroffen fühlt, zu einem anderen Kurs durchringen, wird es vielleicht für die AfD auf Bundesebene auch ein bisschen schwieriger, als es in den letzten Wochen war. Ja, da sprechen wir gleich sicher noch mal drüber, welche Strategie im Umgang mit der AfD die richtige ist. Aber Sie haben das Stichwort geliefert, Protest und Protestpartei. Kann man denn mit Fug und Recht von der AfD als einer Protestpartei reden? Also einer Partei, die in erster Linie davon lebt, dass sie Unzufriedenheit hinter sich versammelt? Naja, wenn die Leute von der NPD und von der Linken zu einer Partei wechseln, dann sind ja doch sehr unterschiedliche Pole. Das heißt also, wenn die attraktiv ist für beide Seiten, für Wähler vor allem, die auch mal ganz spontan, ganz schnell, ohne jetzt groß nachzudenken, etwas machen, das scheint doch der Fall zu sein. Und da wird das ja auch natürlich begünstigt. Man kennt das Programm nicht, man kennt die Leute nicht, auch die Professoren kennt man nicht, die da vorne dran sind und die anderen. Das heißt also, das ist wirklich dieses Potenzial. Ich zeige es denen mal da oben. Und das war in Sachsen ganz typisch, fast 10% die NPD und fast 10% jetzt die AfD. Das zeigt doch, dass da ein ziemlich vagabundierender Wähler existiert. Mal geht er zur Wahl, mal geht er nicht hin. Insofern glaube ich auch nicht, dass es nur ein Problem für die CDU sein wird. Denn wenn wir gerade die Wechselbewegung in Thüringen sehen, dann hatten die genauso von der SPD profitiert. Und da stellt sich dann die Frage, was passiert da eigentlich an dieser Stelle oder von den Linken?
Ist denn die Etikettierung dann richtig, wenn man, was wir ja in der Zeit vor der Wahl gehört haben oder vor den Wahlen immer wieder gehört haben, es handelt sich bei der AfD um eine rechtspopulistische Partei, wenn man sieht, Sergej Lochthofen hat es angesprochen, dass ja die AfD eigentlich von allen Parteien bis hin zu den Nichtwählern ja eben Menschen für sich so einnehmen kann, dass sie das Kreuz am Wahltag bei der AfD machen. Ich glaube, die AfD-Wähler kommen eben aus verschiedenen Gruppen. Wenn man sich das Programm anguckt, würde ich, finde ich, man kann die als Rechtspopulisten bezeichnen. Bei den Themen Flüchtlinge, Zuwanderung, auch Familienbild und natürlich Euro sind das rechtspopulistische Positionen, die im Wahlprogramm stehen, die auf Veranstaltungen vertreten werden. Es gibt auch diverse Mitglieder, zum Beispiel im Sächsischen Landesverband, die sich in einer Grauzone zur NPD bewegen, will ich mal vorsichtig formulieren, die Organisationen angehört haben. Es gab einen Fall von einem Altnazi, der fast in den Landtag eingezogen werden. Also da ist die Nähe zur Rechten eindeutig größer als zur Linken. Dass trotzdem Wähler, die vorher die Linke gewählt haben, bei der AfD gelandet sind, das ist eben dadurch zu erklären, dass es zusätzlich dieses Protestpotenzial gibt von Leuten, die einfach anscheinend so Denkzettel verpassen wollen. Ich fand das sehr interessant, dass auch in Thüringen die AfD so gut abgeschnitten hat. Vorher hätte ich eher noch gedacht, okay, sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg, wo ja die eine Partei in einem Fall die CDU und im anderen Fall die SPD wahnsinnig lange an der Macht sind und es auch diesmal nicht um einen wirklichen Regierungswechsel in dem Sinne geht, dass ein anderer Ministerpräsident zur Wahl steht von einer neuen Partei. Da spielen die Leute auch so ein bisschen. Da sagen sie, okay, wir wissen, wer jetzt hier unser Land regiert. Da kann man mal so ein bisschen so einen Denkzettel verpassen auf Landesebene. Das ist ja nicht so wichtig vielleicht auch. In Thüringen ging es ja nun wirklich um einen richtigen Regierungswechsel mit einem ganz neuen Typus von Ministerpräsident, der von der Linken kam. Auch da hat die AfD gut abgeschnitten, wenn auch nicht ganz so gut wie in den anderen Ländern. Und das zeigt sich eben wirklich, dass es auch so einen bestimmten Anteil von diffundierenden Stimmen gibt. Außerdem hat die Linke ja in Thüringen auch einen sehr sozialdemokratischen Wahlkampf gemacht. Also in dem Maß, in dem sich die Linke in die Mitte bewegt, gibt sie da anscheinend auch wieder Raum frei. Ja, über die Linke sprechen wir gleich noch. Aber hat die AfD auch profitiert von der wirklich erschreckend niedrigen Wahlbeteiligung? Ja, selbstverständlich. Das ist immer so bei solchen Kleinparteien oder Ankömmlingen in der politischen Szene, sobald die Leute das Gefühl haben, das geht mich nichts an. Und das ist natürlich, wir haben jetzt am Anfang schon etwas darüber gesprochen, dass es bestimmte Phänomene im Osten speziell gibt. Ich weiß nicht, ob man im Westen wirklich zu 12% wie in Brandenburg die AfD wählt. Die wird sicherlich dort auch in die Landtage einziehen. Es sei denn, da passiert noch zwischendurch irgendein Malheur und man distanziert sich wieder von ihr. Aber insgesamt glaube ich auch nicht, dass da ein Programm eine Rolle spielt oder sind ein paar Thesen, die da so existieren. Und ich glaube auch nicht, dass eine gesellschaftspolitische oder familienpolitische These, jede deutsche Frau kriegt drei deutsche Kinder und wir lösen damit das demografische Problem, das ist ja in Sachsen der Fall, glaube ich, dass man das uns ja verkauft und einige Leute glauben das sogar. Oder sie hören gar nicht zu. Ich vermute mal, sie hören das gar nicht zu. Sie wollen ihren eigenen Frust loswerden. Und das ist im Osten besonders verbreitet. Also entweder gar nicht hingehen, das heißt, geht mich nichts an, oder Frust loswerden. Und da muss ich sagen, 25 Jahre nach der Friedrichschen Revolution, ich bleibe bei meiner These, die meisten haben diese Revolution bei ARD und ZDF in der ersten Reihe erlebt, sitzend beim Fernsehgerät und haben nicht mitgemacht. Und das heißt, denen ist es auch heute egal. Und wenn ihnen der Honecker ein bisschen ein paar Euro-Schecks und das Einkaufen im Intershop erlaubt hätte, und sie wären noch einmal im Jahr gereist irgendwohin, dann hätten sie vielleicht auch noch ein bisschen Diktatur ertragen. Also ich habe manchmal so ein bitteres Gefühl, 25 Jahre später ist das eine sehr ernüchternde Bilanz, die man hier ziehen muss. Wie erklären Sie sich die niedrige Wahlbeteiligung? Das ist ja wirklich eigentlich ein erschreckendes Zeichen, dass nur die Hälfte der aufgerufenen Bürgerinnen und Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht hat. Und das in den neuen Ländern, wo man ja eigentlich gedacht hat, da ist auch Freiheit, auch die Wahlfreiheit erkämpft worden. Naja, wenn die vor allem großen zwei Parteien sich immer ähnlicher werden, also einerseits, wenn wie in Sachsen man das Gefühl hat, die Wahl ist eigentlich entschieden, der alte Ministerpräsident, in dem Fall Stanislaw Tillich, wird wahrscheinlich auch der neue sein und so wahnsinnig viel ändert man mit seiner Stimme nicht, ist es, finde ich, auch nicht so überraschend, dass die Wahlbeteiligung geringer ist. Also nicht, dass ich das gut finde, aber es ist halt nicht ganz so wichtig, wie wenn man wirklich da irgendwie einen Neuanfang herbeirufen könnte.
Und offenbar ist auch in Thüringen mit einem, wie gesagt, also einem linken Ministerpräsidenten, der sich sehr staatstragend, sozialdemokratisch geriert, einen Wahlslogan benutzt hat, den in fast wortgleich die SPD auf Bundesebene auch schon mal gebracht hat, auch das Gefühl, es macht ja gar nicht so einen großen Unterschied, wer jetzt gewählt wird. Bodo Ramelow, der linken Spitzenkandidat, hat gedacht, damit hat er sich nun eine besonders kluge Strategie ausgedacht, hat ja auch ein für die Linke sehr gutes Ergebnis damit geholt in einem sehr konservativen Bundesland. Aber der Preis ist anscheinend, dass auch da jetzt viele Leute gedacht haben, auch wenn es eine ganz neue Figur an der Spitze ist, es kommt eigentlich nicht so drauf an, wer in der Staatskanzlei sitzt. Ich ganz einfach einhaken und möchte das nicht entschuldigen. Ich glaube, die Leute haben gar nichts gedacht. Denn der Unterschied zwischen einer Ministerpräsidentin, die CDU stellt, und einer, die Linke stellt, ist schon in diesem Land noch vorhanden. Das heißt, wir haben ein volles entwickeltes Parteienspektrum im Osten. Zu behaupten, da gibt es ja gar keine Alternativen, das ist alles eins. Das ist wirklich aus meiner Sicht sehr flach gedacht und insofern muss man das auch mal aussprechen. Ja, also Wählerschelte gilt ja unter Politikern als absolutes Tabu. Auch die AfD würde da nichts dran ändern. Aber ich kann das ja als. Was Umfragen zeigen, dass wirklich immer mehr Leute in Umfragen sagen, die Parteien würden immer ähnlicher und sie hätten das Gefühl, es macht keinen Unterschied, wen sie wählen. Aber von diesem Vorurteil oder von diesem Nachgerede dem anderen nach dem Mund reden, wird es ja nicht besser. Ich sage mal, tatsächlich, Herr Ramelow und Frau Lieberknecht sind zwei verschiedene Dinge. Sie können ja auch nicht sagen, dass Herr Gysi und Herr Seehofer auch das Gleiche sind. Das stimmt doch nicht. Dann beschimpfen Sie jetzt aber den Wähler, wenn Sie sagen, das haben die Leute nicht verstanden. Habe ich jetzt nicht kein Problem damit. Habe ich überhaupt kein Problem, weil irgendeiner muss ja sagen, ich bin kein Politiker, darf ich es immer sagen. Ja, und bin Publizist an der Stelle. Und ich glaube, das ist wirklich an dieser Stelle ein sehr kurzes Denken, ein sehr egoistisches Denken. Das Gemeinwohl geht die Leute nichts an. Und das ist im Osten, glaube ich, noch mehr verbreitet als im Westen. Aber ich fand die These von Elisabeth Nia eigentlich ganz interessant. Sie sagt irgendwie, es gibt dieses Bemühen um den Wähler, die Wählerin in der Mitte. Alle Parteien stürzen sich drauf. Natürlich gibt es eben Unterschiede. Die Frage, ob es Nuancen sind oder fundamentale Unterschiede. Aber der allgemeine Eindruck ist, fundamentale Unterschiede sind weniger auszumachen. Es geht um Nuancen. Und dann kommt so eine Gruppierung wie die AfD, die sich bewusst etwas abgrenzt, Themen aufgreift, die von der Linken genauso wenig aufgegriffen werden wie von der CDU und punktet damit. Ist da nicht doch was dran? Also ich vermute mal, ein Teil von den Wählern der AfD geht nicht davon aus, dass die AfD irgendwann das, was sie da erzählt, auch umsetzen muss in praktische Politik. Denn weder die Lehrer noch die Polizisten kann sie backen. Das heißt, das ist eine Frage der Finanzierung. Natürlich kann man Kritik üben in Sachsen, in Thüringen, ob das gut oder schlecht gelaufen ist. Darüber wird ja auch die Debatte geführt. Die wird noch nicht in einer absoluten Form geführt. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, ja, natürlich hat jeder hier das gute Recht, nicht wählen zu gehen und hat auch das gute Recht, eine andere Partei, die mir nicht gefällt oder die jemand anders nicht gefällt, zu wählen. Aber ein bisschen nachdenken muss er schon an dieser Stelle. Und ich glaube, hier hat er einfach wirklich Frust abgelassen. Und das Politik als Frust ablassen, glaube ich, hat noch nie gut, zu einem Ziel geführt. Das würde aber dafür sprechen, dass wir es dann mit einem eher flüchtigen Phänomen zu tun haben bei der AfD. Also wenn die Ansicht von Sergei Lochthofen berechtigt ist oder stimmt, dann ist das eine Partei, die irgendwie eine Einladung ist, mal irgendwie ordentlich Dampf abzulassen. Aber ich erwarte nicht, dass die dann zwingend mich auch irgendwann mal regieren. Ich habe es den anderen Parteien gezeigt, aber in gewisser Weise halbwegs gefahrlos, weil sie ja irgendwie zumindest vorerst irgendwie in keiner Regierung gesehen wird. Ist das so? Denn irgendwann lässt dieser Frust ja auch nach oder sucht sich ein neues Vehikel. Und dann wäre so eine Partei wieder weg. Wir haben ja in den letzten Jahren einige Parteien erlebt, die mal fast raketenartig hochgeschossen sind, teilweise als regionales Phänomen. Schill-Partei in Hamburg war ja auch so eine Partei, wo die Leute Dampf abgelassen haben. Die Republikaner, auch die Piratenpartei bei allen Unterschieden. Aber es sind ja Phänomene, die kommen und häufig auch relativ schnell wieder gehen. Wird das bei der AfD unter Umständen auch so sein, wenn das so ist, dass sie eine Stimmungspartei ist? Ich habe heute ein paar Mal gedacht, dass es doch Tage gibt, an denen man sich über den deutschen Föderalismus freuen muss, weil der immer dazu führt, dass bestimmte Parteien auf Landesebene erstmal getestet werden, manchmal auch entzaubert werden. So war es mit Schill in Hamburg, der dann auf Landesebene mitregieren konnte und wo man gesehen hat, dass es da wahnsinnig viele Probleme gab. Die Piraten in Berlin waren erstmal im Landesparlament und haben sich da selber zerlegt. Insofern
ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ groß. Man sieht ja, dass das der AfD ähnlich gehen wird. Man sieht ja in Sachsen zum Beispiel, da geht es in Teilen der Partei wirklich drunter und drüber. Ganze Kreisverbände müssen geschlossen zurücktreten. Es gab kurz vor der Wahl wochenlang keinen Schatzmeister und solche Sachen. Das sind eigentlich ziemlich abenteuerliche Zustände. Leute, eben die Altnazis müssen kurz vor der Wahl zurückgehen, waren eigentlich für den Landtag gedacht. Warum ist das vorher keinem aufgefallen, was der Mann für eine Vergangenheit hatte? Solche Sachen. Also das ist schon, auch wenn die Protagonisten, Herr Gauland, Herr Lucke, bestimmt sehr honorige, kluge Menschen sind oder zumindest eine ja auch lange CDU-Mitglieder waren und wissen, wie das politische System funktioniert, ist es in großen Teilen eben ein wirklich, muss man sagen, desolater, fragwürdiger Haufen. Die entscheidende Frage, wie viel sich davon rüberrettet in eine funktionierende Partei, habe es eben schon gesagt, ich glaube, es hängt wirklich sehr viel davon ab, wie die Union sich verhält. Es gibt, glaube ich, schon einen bestimmten Raum für ein paar Prozent, vielleicht nicht für 5, aber es gibt ein bestimmtes Potenzial rechts von der Union, das Themen wie Familie, Zuwanderung und so weiter in einer Weise anspricht, die enttäuschte Unionswähler attraktiv finden. Ob das der AfD gelingt, ob das für 5% auf Dauer reicht, ich glaube es eher nicht, aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen im Moment. Das heißt, die Strategie der Union, die sie bisher gegenüber der AfD gehabt hat oder gezeigt hat, wäre falsch. Also man müsste sie eigentlich entzaubern durch Beteiligung. Birgt immer die Gefahr, dass man sie aus aufwertet. Das muss man immer genau abschätzen in einer bestimmten Situation. Sie sehen, in welcher Lage sich die SPD in diesem Land befindet. Sie hat sozusagen ihr Terrain in drei Parteien aufgegliedert, mit Grünen und Linken inzwischen vorgefunden. Das kennt natürlich Frau Merkel und ihr engster Kreis und versucht, sich dem zu entziehen. Die Angst ist groß, dass in Deutschland eine Partei rechts neben der Union sich positioniert. Bis jetzt waren wir immun dagegen, weil wir glücklicherweise immer Angebote hatten, die waren NPD oder irgendetwas, wo man sagte, ja, hat eigentlich Deutschland Glück gehabt. Inzwischen hat sich das auf die Professoren und auf ehemalige CDU-Spitzenleute, sage ich mal, konzentriert. Ich glaube nur, sie sind sehr unredlich. Sie nehmen natürlich schon den braunen Schaum mit als Boge, auf der sie surfen. Und sie wissen es besser und versuchen erstmal sich an der Macht, an der Macht festzukrallen. Und da ist natürlich die Fallhöhe 10-12% eine sehr hohe. Das heißt also, die Hoffnung, dass nach 4 Jahren alles vorbei ist, wenn dann, sagen wir, nicht ein großer Konflikt passiert, bauen die zwar erstmal ab, weil natürlich nichts von dem sie halten können, was sie da sagen, aber sie könnten schon ein längeres Phänomen bleiben, wenngleich ich auch der Meinung bin, auf Dauer dürfte das eigentlich nicht funktionieren. Das ist nicht das Gleiche wie in vielen anderen europäischen Ländern, wo ja nationalistische, ich sage das ganz bewusst, nicht rechtspopulistische, das klingt immer so nett, so wie in Watte gepackt ist etwas. Es sind viele Nationalisten bei diesen Dingen dabei, in Europa und auch in Deutschland ist das so. Und die kommen jetzt sehr stark raus und das 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg und 75 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, da fragt man sich, haben wir nichts dazu gelernt? Nun haben Sie ein paar Mal das Stichwort Professoren genannt. Das ist ja ein Hinweis darauf, dass die AfD zumindest getragen wird, nach außen hin sichtbar, nicht von Menschen, wie wir sie früher erlebt haben, also in der NPD oder in der DVU oder ähnlichen Gruppierungen. Auch nicht von Menschen wie in der Piratenpartei, die aus einer ganz anderen Ecke kamen, aber auch jetzt nicht zwingend sehr bürgerlich wirkten. Ist das nicht ein Vorteil für die Partei, weil sie und auch das Gefährlichere für die etablierten Parteien, dass da auf einmal Menschen kommen, die sich klar artikulieren können, die einen sehr bürgerlichen Hintergrund haben, erstmal sehr seriös wirken und wo man sich als Nachbar erstmal nicht gruselt, wenn die neben einem wohnen. Das ist ja bei manchen anderen Parteien nicht zwingend der Fall. Ja, ich glaube, das war vielleicht bis zum heutigen Tag so. Ich glaube, je mehr die AfD wirklich in den Parlamenten sitzt und es mehr als so ein, zwei bekannte Vertreter gibt, die man aus Talkshows kennt, und je mehr also der Mittelbau auch sichtbar wird, desto mehr wird man die auch an ihrem Handeln dort messen. Und ich glaube, die werden in den Landtagen ziemlich isoliert sein, die werden einen Haufen Probleme haben. Und das wird auch das öffentliche Erscheinungsbild der AfD verändern. Man wird dann eben nicht nur auf Herrn Lucke oder Herrn Gauland schauen, sondern auch auf viele andere. Und insofern entzaubert sie sich selbst. Und ich glaube halt wirklich, man darf auch die regierenden Parteien da man darf das nicht so gegeben hinnehmen. Also ich glaube, in Sachsen hat schon diese Art und Weise, wie Tillich Wahlkampf gemacht hat und auf Bundesebene die Art und Weise,
wie Angela Merkel sich in der Innenpolitik positioniert, trägt dazu bei. Also wir haben eine Union... Das müssen Sie mal erläutern. Also naja, wir haben eine Union, finde ich, die vielen inhaltlichen Konfliktthemen ausweicht, die schon im letzten Wahlkampf irgendwie, und im vorletzten Wahlkampf sehr erfolgreich eine Strategie gefahren hat, heikle Themen zu meiden, nicht zu polarisieren, ganz viel sozialdemokratische Forderungen einfach aufzunehmen, Konflikte zu verschleiern. Die Wähler geben ja auch ein irritierendes Signal, weil sie sagen, irgendwie, wir wollen so regiert werden. Angela Merkel ist damit wahnsinnig beliebt und die Große Koalition ist sehr beliebt. Trotzdem glaube ich, dass das auf Dauer falsch ist, dass Parteien eigentlich die Pflicht haben, richtige Konfliktthemen zu benennen und auch mal kontrovers auszutragen. Die AfD sowas wie die Hefe im innenpolitischen Teil. Oh, das ist was ganz Schönes, Hefe. Ohne den gibt es kein Brot. Aber ich bin nicht der Meinung, es ist mehr Schimmel in diesem Brot. Das heißt also, ich glaube schon natürlich, dass die zur Diskussion führen, dass eine bestimmte Art von Selbstgefälligkeit, wie bei einer Partei wie der CDU in Sachsen oder in Thüringen, einfach entstehen. 24 Jahre Regierungszeit, das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Das ist ja mit die SPD Grund, in Brandenburg ähnlich. Das ist ja mit ein Grund, warum Ramelow überhaupt in diese Situation kommt, als linker Spitzenmann überhaupt, sage ich mal, der Gegenpol zu sein, weil die Leute sagen, SED hin, SED hin, das ist schon lange her. Aber die müssen, und die müssen ja mal dazu gehen. So, er ist ja eher ein sozialdemokratischer, ein linker sozialdemokratischer Gewerkschafter. Ja, er ist ein völlig untypischer Linker aus dem Westen und zum Teil auch im pragmatischen Teil noch des Ostens angesiedelt. Das heißt, das ist ein Glücksfall für die Thüringer SPD und er macht das ja auch nicht schlecht. Sie haben ja auch zugewonnen, im Übrigen in erster Linie von der SPD. Das heißt, weil heute immer die ganzen Theorien vorherrschen, also die hätten da was falsch gemacht, indem sie sich nicht festgelegt haben vor der Wahl. Just das hat dazu geführt, dass innerhalb der SPD die Linken zur Linken gegangen sind. Die haben gesagt, wir nehmen lieber das Original, als dass ihr wieder rumstolpert hier. Aber was diese AfD anbetrifft, Sie haben ja vollkommen recht. Also schon im Vorfeld dieser ganzen Wahlen haben sie sich mehrfach in diesen Landesverbänden zerlegt, zum Teil intrigiert gegeneinander. Und man hat ja das Gefühl, diese Konflikte sind ja bei denen nicht jetzt zufällig entstanden, sondern es sind ja sehr heterogene Leute. Die sind zum Teil von ganz anderen Parteien gekommen. Und ich glaube schon, dass erstmal ein Stückchen, sagen wir, das sich setzen muss. Wir haben ja nicht sofort wieder eine Landtagswahl. Die nächsten sind nicht ganz so in der Hinsicht prickelnd im nächsten Jahr. Dass dann klar wird, dass sie in der praktischen Arbeit, in dem, was wirklich von jemandem verlangt wird, nicht unbedingt glänzen werden. Und in 5 Jahren gibt es dann vielleicht eine Alternative, die nur grüne Vorschrebergärten machen will oder irgendetwas und dann wählen dann wieder 10%. Das ärgert mich natürlich. Also in Sachsen hat mich das sehr geärgert, dass 10% NPD wählen können und gleichzeitig AfD dann wieder. Ja, also das zeigt einfach, dass da ein Unvernunftspotenzial ein großes ist. Vielleicht abschließend nochmal zur AfD. Wer wählt die denn eigentlich und wer, also wo ist das größte Potenzial? An wen richtet sich das? Es sind ja offensichtlich nicht die Menschen, die außerhalb der Gesellschaft stehen oder ganz am Rand, sondern da wird ja der Kern getroffen. Das ist ja etwas, was vielleicht auch neu ist. Also ich finde es sehr interessant, dass nicht nur es Wähler aus allen Gesellschaftsschichten gibt, also welche, die sich diesen Professoren vom Sozialstatus her verbunden und nah fühlen und vielleicht ähnlich leben wie die, aber auch viele enttäuschte Arbeitslose und das ganze Spektrum dazwischen sich bei denen widerspiegelt, also die in der Hinsicht vom Wählerpotenzial wie eine kleine Volkspartei sind. Ich finde es vor allem interessant und kann es mir auch nicht wirklich gut erklären bisher, dass so wahnsinnig viele Junge die wählen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es zum Teil auch ein ostdeutsches Phänomen, dass es so einen bestimmten Typus von enttäuschten Jungwähler gibt, der überhaupt nicht erst so in dieses Parteienspektrum reinwächst. Ich finde es erstaunlich. Also das, was man von der Partei sieht, ist ja überwiegend so eine Altherrenpartei. Aber offenbar schreckt das viele junge Wähler nicht ab. Ja, die Lebenswelt dieser jungen Männer, sage ich mal, sind Männer, sind nicht Frauen. Die klugen Frauen sind ja ganz anders in der Hinsicht, sind ja auch viele in den Westen gegangen, ja, und haben dort Karriere gemacht. Das heißt, wir haben ein Potenzial hier, das natürlich auch schon vorher zum Teil bei den radikalen Parteien sehr stark aufgefallen ist. Also Wähler zwischen 18, 25, 18, 30, Männer, männlich, frustriert, bisschen, sage ich mal, unter sagen wir von der Bildungsschicht etwas tiefer sitzend als der Durchschnitt, dass die sehr stark anfällig sind für solche Sachen, also mal denen zu zeigen. Und das ist kein gutes Potenzial, aber da verändert sich ja die Gesellschaft. Ich muss jetzt mal ganz offen sagen, die Arbeitslosigkeit in Thüringen ist deutlich geringer als in weiten Teilen des Ruhrgebiets. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass du in Erfurt einen guten Job kriegst, ist höher als die in Duisburg, dass du sie kriegst. Das heißt, es hat sich in 25 Jahren tatsächlich etwas verändert, ist aber im Bewusstsein noch nicht angekommen.
das hinkt immer hinter diesen realen Ereignissen hinterher. Wir leben noch so in der Zeit, uns geht es ganz schlecht, aber Thüringen ist längst schon ein Beispiel dafür, wie sich die Dinge verändert haben. Und ich hoffe doch, dass das nicht nur zu Selbstgefälligkeit führt, dass man sagt, na ja, hat doch geklappt, was habe ich damit zu tun? Ja? Man fährt dreimal in Urlaub, hat ein schönes Auto, ein schönes Haus, ansonsten lässt man die Gesellschaft außen vor und sagt, das interessiert mich nicht. Wobei ich glaube, die Tatsache, dass überhaupt ein linker Spitzenkandidat da aufgestellt werden konnte und so erfolgreich sein konnte, hat wohl auch damit zu tun, dass es Thüringen so gut geht. Die Arbeitslosenrate ist ja unter der von ganz NRW, unter der von Hamburg, die niedrigste in Ostdeutschland und auch die Arbeitgeberverbände in Thüringen. Ich habe da vor der Wahl also alle abtelefoniert. Keiner von denen sagt, oh Gott, ein Linker kommt. Und das erkläre ich mir auch damit, dass es dem Land relativ gut geht. Also auch über den Mindestlohn gab es da ja nicht wirklich eine Riesendebatte, obwohl das wirklich auch viele kleine und mittlere Betriebe, für die wirklich auch eine deutliche Ausgabensteigerung ist. Also ich glaube, dass sozusagen linke Positionen im Moment da sehr mehrheitsfähig bis weit in die Mitte und in den ökonomischen Teil der Gesellschaft rein sind, hat schon viel damit zu tun, dass es dem Land auch gut geht. Gucken wir doch mal, was die AfD möglicherweise auslöst bei den anderen Parteien. Also man kann die Existenz ja jetzt nicht mehr negieren. Die sind da, die sind in den Umfragen da, aber jetzt auch in den Landesparlamenten oder in einigen Landesparlamenten. Was bedeutet das denn für die Union und die Positionierung der Union? Die hat ja gesellschaftspolitisch einen enormen Modernisierungskurs unter Angela Merkel hingelegt. Die AfD steht für andere Werte. Heißt das, dass sich in der Union möglicherweise dieser Modernisierungskurs von Angela Merkel noch mal etwas bremst? Was bedeutet das zum Beispiel für die Frauenfrage oder für andere Dinge? Ich hoffe nicht, dass es einen zurückgibt. Ich bin in der Frage, sagen wir, sehr einverstanden mit dem, was in Deutschland passiert. Da ist noch zu wenig. Ich meine, die Frauen sind ja nach wie vor nicht gleichgestellt mit dem Mann im realen Leben. Das heißt, da gibt es noch viel zu tun. Und natürlich gibt es auch traditionelle Bilder von der Frau, die halt, sage ich mal, am Herd steht oder zumindest nicht ganz so aktiv ist im Leben. Zum Beispiel Thüringen. Wieder. Hier arbeiten mehr Frauen als im westlichen Durchschnitt der Bundesrepublik und sie verdienen besser. Und der Unterschied zu den Männern ist nicht ganz so groß. Das heißt also, hier ist auch das modernere Deutschland eigentlich unterwegs. Ja, sie hatten zum Beispiel das Betreuungsgeld schon in Thüringen, bevor es das auf Bundesebene gab. Also das ist gemischt. Aber was ich interessant finde an dem Kurs der Union ist die Frage, ob es eine Rückwirkung auf schwarz-grüne Optionen gibt. Das ist ja ein Thema, das hier auf Bundesebene sich abzeichnet, viele beschäftigen wird, vielleicht sogar in Nordrhein-Westfalen schon eine Rolle spielt bei der nächsten Landtagswahl. Interessant. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für die Union jetzt nach diesem Erstarken der AfD ein bisschen schwieriger wird, diesen Weg zu gehen. Dass es also mehr Leute gibt, die sagen, also diese Schritte, die wir jetzt zum Beispiel im Zuge der letzten Koalitionsverhandlungen schon gemacht haben, Lockerungen beim Asylrecht und solche Sachen, Flüchtlinge können schneller hier arbeiten und all diese Dinge, dass diese Schritte nicht weitergegangen werden. Und das wäre eigentlich einfach, nötig, um keinen damit Platz rechts von der Union zu lassen. Genau. Für die und weil vielleicht auch, und weil einfach man das Gefühl hat, man muss auch bei uns wieder Leute sichtbarer werden lassen, die für diesen Kurs stehen, mit denen sich diese Wähler identifizieren können. Und das macht es möglicherweise schwerer, so ein Bündnis einzugehen. Vielleicht werden, und das finde ich dann wieder wirklich bedenklich, also die Große Koalition ist zwar, und das ist nicht gemeint als Plädoyer für Schwarz-Grün, ich glaube nur, es ist insgesamt wirklich ein Problem, wenn wir auf Dauer überall große Koalitionen haben mit so ein paar rot-roten Einsprengseln in Bundesländern. Wir haben jetzt wahrscheinlich demnächst eine Mehrheit im Bundesrat, die schwarz-rot ist. Wir haben diese wirklich starke Machtballung im Bund. Sie schauen schon nach Thüringen. Das ist seit heute Abend nicht mehr ganz so offen, weil dort gibt es eine Kandidatenfrage, die möglicherweise die Frage rot-rot-grün wieder aktuell macht. Gestern Abend hätte ich mit Ihnen sofort einer Meinung gesagt, es ist vorbei, Große Koalition, die werden ganz ruhig wieder wie immer die Ministerposten aufteilen. Jeder kriegt sein Auto und sein Büro, da ist die Sache erledigt. Ja? Spielt da Berlin eine Rolle? Also Berlin müsste ja, die Berliner Koalition müsste ja ein Interesse haben, dass es irgendwie eine gleichfarbige Koalition in Erfurt gibt, das in Thüringen. Man gestern Abend bei Herrn Gabriel gut rausgehört. Der hat natürlich sofort da die große Analyse, ohne jetzt lange darüber vielleicht nachzudenken, dass es doch ein bisschen anders in Thüringen ist. Also die SPD hat ja nicht verloren und hat abgegeben an die CDU oder an irgendjemand anders, wo das Gefühl da ist, da wollte man nicht mit den anderen, mit den Linken. So, im Gegenteil, sie hat an die Linken abgegeben. Das haben wir schon vor 5 Jahren in Thüringen gesagt. Die SPD wird für die Entscheidung, die sie vor 5 Jahren getroffen hat, die Quittung präsentiert kriegen. Die hat sie gestern Abend, das war nicht die arme Frau Taubert, die
als Spitzenkandidat in Wacker gekämpft hat. Ja. Es war die SPD und ihre Entscheidung vor 5 Jahren. Das haben schon viele Leute auf den Wechsel gesetzt, weil sie sagten, es muss mal einfach mal nach 24 oder 20 Jahren muss mal eine Veränderung kommen. Das hat nicht geklappt und jetzt ist der Frust da gewesen und sie sind zur Linken gegangen. Linke hat ja zugelegt, obwohl sie auch an die AfD abgegeben hat. Was wäre dann die Konsequenz für die SPD im Bund? So, jetzt sucht natürlich jeder. Sie werden heute in Thüringen noch eine schöne zusätzliche Nachricht bekommen haben. Die Frau Lieberknecht, obwohl sie mit der SPD allein regieren könnte, mit einer Stimme mehr, schlägt vor, dass die Grünen noch mit reinkommen. Das heißt, sowohl die Union als auch die SPD und die Linken werben natürlich um die Grünen, die dieser, sag ich mal, Aufgabe nicht immer gerecht werden können, weil sie einfach, sag ich mal, festgelegt sind zum Teil. Natürlich gehe ich mal davon aus, in Thüringen ist ihnen Rot-Rot-Grün lieber als Schwarz-Grün, war ein Teil von Schwarz sehr konservativ sind. Das ist in Sachsen beispielsweise der Fall. Wenn dort die AfD so zuschlägt, ist ja umso verwunderlicher. Diese sächsische CDU ist eine Konservative, also eigentlich in einem neuen Bundesland angesiedelt mit einer ganz anderen Bevölkerung als vielleicht in Rheinland-Pfalz. Aber trotzdem ist sie sehr konservativ. Das heißt, eigentlich müsste man ja sagen, die haben Polizei, die haben das gemacht, die haben das gemacht, die haben die besten Finanzen in Deutschland. Das heißt, Sachsen ist das am wenigsten verschuldete Land. Das heißt, sie haben alles eigentlich nach dem Lehrbuch der Konservativen gemacht. Und trotzdem kommt die AfD mit 10% was davon. Das heißt also, ich glaube nicht, dass Frau Merkel jetzt zu hektischen Reaktionen neigt, sondern im Gegenteil, man wird sich das anschauen und wird versuchen, sagen wir, durchzuziehen. Aber möglicherweise ihr Koalitionspartner wird zumindest nachdenklich. Die SPD kann natürlich Interesse haben, so ein Experiment zu machen, aber weiß, dass im Westen eine von der SPD tolerierte Regierung der Linken und der Ministerpräsident sehr, sehr schwer irgendjemanden zu verkaufen ist. Weil man immer noch so in diesem Kommunisten-Rot-Schwarz-Denken ist noch stark. Ich habe das zumindest jetzt immer wieder, sag ich mal, im CDU-Kreisen und so weiter und auch in der Polemik. In Thüringen hat man das natürlich mehr wahrgenommen, als es plötzlich mit Rot-Rot-Grün doch hätte klappen können. Also ich glaube, da ist schon noch was da und da wird noch mal was versucht werden. Aber sie muss natürlich aus dieser babylonischen Gefangenschaft der CDU raus, sonst wird das mit der SPD ja nie wieder was anderes. Wäre das eine Option für die SPD, so eine Öffnung zu wagen, also über die Länder dann sich zu lösen von der Union, die ja offensichtlich in Koalition nicht gut tut? Denn sie kommt ja, seitdem sie das zweite Mal eine große Koalition mit der Union eingegangen ist, eigentlich nicht vom Fleck. Ich glaube, das, was Ihre Frage enthält und was Sie eben beschrieben haben, ist letztlich auch der Grund, warum so viele Leute das Gefühl haben, es kommt nicht so drauf an, wen man wählt. Wenn zum Beispiel die Grünen sowohl mit der Union als auch mit der SPD als auch mit der Linken und wenn Teile der SPD in Thüringen sowohl mit der CDU als auch unter einem linken Ministerpräsidenten regieren können, wenn auch die Bündnisgrünen gerade in Thüringen, die ja aus einem Anti-SED-Milieu zum Teil kommen, jetzt auf einmal mit einer Partei, die noch Stasi-Leute zumindest unter ihren Mitgliedern und auch Wählern hat, ehemalige in einer Regierung, in einem Bündnis denkbar findet, dann hat man schon so das Gefühl, dass es diese Differenzen von früher nicht mehr gibt und sich das alles annähert und die Unterschiede verschwinden. Deswegen sagte ich eingangs, glaube ich schon, dass das ein Teil des Problems ist und dass auch diese Gegenreaktion hervorruft. Bei der SPD, ich glaube, die Entscheidung gegen rot-rot-grüne Bündnisse ist insofern im Bund gefallen, als ich glaube, die Außenpolitik der Linken eine größere Rolle dabei gespielt hat als der Wahlkampf von Bodo Ramelow. Ich glaube, dass es für die SPD sehr schwer erklärbar wäre, auf Bundesebene wirklich irgendwelche vertrauensbildenden Maßnahmen mit der Linken im Moment zu machen. Wenn das nicht so wäre, wäre Sigmar Gabriel mit Sicherheit heilfroh, diese Option zu haben und zu sagen, auf Landesebene, da gibt es doch auch die Möglichkeit noch. Also ich frage mich, wie Gabriel jemals als Kanzlerkandidat ernsthaft antreten will, wenn er so, wie die SPD den Anspruch erheben will, Regierungspartei zu sein, die Nummer eins zu sein. Wenn Angela Merkel so weiter fest im Sattel sitzt wie jetzt, wer soll denn dann jemand ernst nehmen, der da antritt als Ablöser? Sich nicht zur Linken hin öffnen kann, aus den von Ihnen genannten Gründen, keine Mehrheiten, die vor allen Dingen außenpolitisch sind. Keine Mehrheiten gemeinsam sind. Mehrheiten in Sicht sind, keine Programme gemeinsam in Sicht sind. Man weiß, man wird diese Entscheidung nicht also in der Regierung gemeinsam fällen können. Und auch ein Spitzenkandidat, der ja in den Umfragen meilenweit sowohl von der Kanzlerin als auch übrigens vom amtierenden Außenminister entfernt ist, was vielleicht auch in der SPD noch mal eine Diskussion geben wird. Also das wird alles sehr, sehr schwierig für Herrn Gabriel, falls er Kanzlerkandidat werden will. Und ich glaube, deswegen wäre er, wenn es diese Option gäbe, heilfroh gewesen, wenn man es hätte machen können. Das liegt an der Außenpolitik, dass es nicht so kommt. Sehen Sie es auch so, dass die SPD eigentlich sich nicht bewegen kann,
dass sie sozusagen gezwungen ist zu einem Bündnis mit der CDU, weil es außenpolitisch nicht anders möglich ist? Naja, die Bundestagswahl ist noch ein Stückchen hin. Ich glaube auch nicht, dass bei der nächsten Bundestagswahl so etwas schon aktuell ist. Aber ich könnte mir schon vorstellen, der Wandel, den man heute in Erfurt hört, dass heute Abend möglicherweise ein neuer Parteivorsitzender zumindest nominiert wird, ein Kommunalpolitiker, der Oberbürgermeister von Erfurt, ein honoriger Mann, der in Thüringen gut bekannt ist. Natürlich immer die Frage, ob er in Gera und Jena und in Nordhausen auch gewählt wird oder Weimar. Das weiß man nicht, aber zumindest ein gestandener Mann an dieser Stelle. Und der steht nun sehr stark wieder für Rot-Rot-Grün. Der ist nicht der Anhänger dieser alten Variante, weil er natürlich die Befürchtung haben muss. Geht man noch einmal mit der CDU, landet man bei der nächsten Wahl bei einer einstelligen Ergebnis, dann ist die SPD ganz lächerlich gemacht. Das heißt also, sie ist dann nicht mehr wahrnehmbar, auch neben AfD und anderen nicht mehr. Also die müssen hier schon Risiko gehen. Und in Nordrhein-Westfalen hat sich ja gezeigt, sie sind Risiko gegangen. Nicht freiwillig. Sie sind damals von den Grünen, Frau Kraft ist von den Grünen getrieben worden, ein Experiment zu wagen. Und sie haben gewonnen. Das heißt also, die Chance ist ja 50-50. Komme ich da gut weg oder da schlecht weg? Da waren es aber nur die Grünen, die nötig waren als Koalition. Nein. Da war ja eine Tolerierung durch die Linke damals. Und die ist ja chaotischer im Westen und die ist ja im Westen auch nicht regierungsfähig meistens. Aber in dem Fall ist es ein ganz anderer Typ. Die muss allerdings auch keine Auslandseinsätze der Bundeswehr mitbeschließen. Das ist schon ein großer Unterschied. So, und jetzt gewöhnt das Publikum sich daran, auch im Westen, wenn ein Ministerpräsident jetzt, sage ich mal, mit Messer und Gabel essen kann, obwohl er von der Linken ist, stellt man dann irgendwann fest, ja, der Mann hat Manieren, der ist ja gar nicht so dumm und so weiter. Das ist natürlich ein Gewöhnen an einen bestimmten Zustand. Und das kann Gabriel auch von Nutzen sein, denn ich vermute mal, die Umarmung mit der Frau Merkel wird ihm nicht bekommen. Also er wird deutlich bei der nächsten Wahl abspecken. Das heißt, die SPD ist nicht Gewinner der gestrigen Wahl, obwohl sie ja in beiden Ländern, in denen gewählt worden ist, in die Rolle der Königsmacherin gekommen ist. Naja, Verlierer ist sie auch nicht so richtig. Ich würde sagen, der Wähler schätzt die SPD als Nummer zwei. Man kann sagen, Thüringen die Nummer drei. Das stimmt, aber eben als Königsmacher, als Stabilisator einer Regierung, als Partei, die hier in Berlin sehr viel mehr inhaltliche Impulse liefert und wichtige Ministerien besetzt. Einen beliebten Außenminister hat. Ja, und das bestreiten ja auch CDU-Politiker nicht, dass in der Großen Koalition in der letzten schon vieles durch die SPD angestoßen worden ist. Ich glaube auch persönlich, dass es falsch wäre, für die SPD daran irgendwas zu ändern. Es gab ja sehr viel hektische Debatten im Sommer darüber, muss die SPD jetzt auf die Wirtschaft zugehen, war das zu sozialpolitisch. In der Sache, finde ich, kann man schon so etwas wie die Rentenschlüsse kritisieren. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich das Problem der SPD ist. Ich glaube nicht, dass man dadurch populärer wird, dass man so die verschiedenen Felder abschreitet und erst Sozialpolitik macht und dann Wirtschaftspolitik. Und dann, wenn man alle durch hat, kriegt man Fleißkärtchen und ist dann die Nummer eins. Sondern ich glaube, aus dieser Problematik gegen eine wirklich starke, beliebte Kanzlerin in der Zeit, wo es in der Außenpolitik gerade alle sehr auf den Regierungschef schauen, nicht anzukommen, wird sie durch so eine Verschiebung der Felder nicht viel machen können. Gucken wir noch mal schnell auf die Grünen. Von denen ist ja im Prinzip erstaunlich wenig zu hören in letzter Zeit. Hat möglicherweise auch mit dem Generationenwechsel zu tun, den sie im Bund hinter sich hat. Aber wenn man gestern gesehen hat, wie die Grünen reagiert haben auf die Wahlergebnisse, die waren froh, dass sie wieder in den Parlamenten sind. Das war ein letztlicher, eher bescheidener Anspruch für eine Partei, die ja mal gesagt hat, sie will das Land in Gänze mitgestalten, mitregieren. Da haben Sie vollkommen recht. Wir haben nur gestern eine Partei, die 15% hatte im Bund, ganz verloren. Das heißt, also, sie existiert gar nicht mehr. Dann sieht man, wie schnell heute der Wähler einfach von da nach da plötzlich wechselt und du bist nicht mehr da. Insofern waren die Grünen sicherlich am richtig gezittert. Dann hat es geklappt. Das ist für sie erstmal ein Erfolg. Sie haben eine Phase, der Generationswechsel würde mich nicht so stören. Ihnen fehlen ein, zwei Figuren an der Spitze, die wirklich nach draußen hin gut wirken, die authentisch wirken, die vielleicht auch ein paar Brüche in ihrem Leben haben. Also wie Joschka Fischer, die auch kämpfen können, die auch frontal da vorne stehen können. Das fehlt im Augenblick. Die Menschen hören nicht nur auf Argumente und lesen keine Programme. Das kann ich Ihnen mit Gewissheit sagen. Fast 100% der grünen Wähler haben das Programm von den Grünen nicht gelesen. Sie haben ein Gefühl in die Richtung. Und dieses muss bedient werden. Genauso. Und das muss bedient werden. Das gibt es sogar im Osten. Wenn ich die Wahlkarte von Erfurt sehe, also da, wo die Villen sind, wo die schönen Straßen sind, wo das viele Grün ist, da wird auch 15-20% Grün gewählt. Ja, und im Plattenbau wird eben halt auch mal die NPD noch gewählt. Das sind einfach die Gegensätze. Und diese Gegenden sind im Osten natürlich noch viel kleiner. Insofern ist das für sie ein Erfolg. Aber insgesamt fehlt ihnen ein, zwei Figuren oder die eine Figur, die
tatsächlich vorne einfach das Ganze macht. Und das haben sie noch nicht gelöst. Das haben sie noch nicht gelöst. Und sprechen wir über eine Partei, die seit gestern kaum noch eine Rolle spielt, die Freien Demokraten. Eigentlich erstaunlich, wir haben Sozialstaatsparteien, jede Menge, weil es da ja fast gelegentlich einen Überbietungswettbewerb gibt, was soziale Wohltaten angeht. Und die FDP, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, also streng marktwirtschaftlich zu operieren, dringt mit ihrem Wahlkampf, mit ihren Vorstellungen überhaupt nicht durch. Woran liegt das? Ja, ein Teil ist das nicht glaubwürdig, was da formuliert wird? Traut man es der Partei nicht zu? Ich glaube, es gibt drei Gründe. Den einen haben Sie genannt. Nachdem die FDP in der letzten Legislaturperiode so viel von Steuererhöhungen gesprochen hat, ohne sie durchzusetzen, gibt es da ein Glaubwürdigkeitsproblem. So verschiedene Richtungsschwenks kommen dazu. Aber andere Parteien versprechen ja auch etliches, wo sie nicht mehr daran erinnert werden wollen, ohne dass es ihnen großartig schadet. Wobei jetzt nach dieser Bundestagswahl waren ja alle eher erstaunt, wie sklavisch die SPD nun auch so manche Forderungen, wo man sich gewünscht hätte, dass sie die vergisst, also ich zumindest dann doch sehr, sehr sklavisch. Wir meinen jetzt nicht die CSU und die Maut. Zum Beispiel, genau. Und ich dachte eher an die Rente, aber gut. Und das ist das eine, ich meine, die SPD hat sich halt so wahnsinnig auf dieses Thema Steuersenkung fixiert. Das ist schon was anderes als bei einer Partei, die 5 oder 6 gleich wichtige Forderungen so im Programm hat. Es kommt aber auch noch dazu, dass ein Teil der Wähler bei der AfD gelandet ist und vielleicht auch, dass auf Landesebene die Themen, mit denen die FDP besonders reüssiert, nicht so eine große Rolle gespielt haben. Da kann man natürlich auch mittelstandsfreundliche Politik machen in vielen, aber die großen Themen, mit denen die FDP in Verbindung gebracht worden ist, die werden halt eher in Berlin entschieden. Und insofern ist das für die auch ein schwieriger Wahlkampf gewesen. In Sachsen hat die FDP sich sehr von der Bundespartei abgegrenzt. In Thüringen war die FDP nicht stark. Also insofern ist ein Teil davon auch selbst verschuldet. Diese Plakate, uns vermisst keine Sau, irgendwie sind, glaube ich, auch nicht irgendwie der Weisheit letzter Schluss gewesen. Die sind dann mal weg. Ja. Ganz so schlimm mit der Sau waren sie nicht, aber es war schon also auf Mitleid aus. Also ich glaube schon, dass diese Partei es vergessen hat, in diesen 25 Jahren einfach mal zu schauen, was die Menschen da draußen bewegt. Im Osten war das Thema selbst bei Unternehmern die soziale Frage, wie kann man Arbeitsplätze sichern, wie kann man investieren, sodass Arbeitsplätze entstehen. Also das ist nicht so gesehen worden. Und das ist leider, sage ich mal, da nützt das theoretische Handbuch der Marktwirtschaft einem gar nichts. Die Praxis sieht eben halt anders aus. Und das deckt im Osten die CDU ab. Und insofern vermute ich mal, Frau Merkel wird sich dreimal überlegen, ob sie die AfD aufwertet. Denn die ganzen Rezepte, die konservativen Mitparteiglieder und Freunde da anbieten, die führen nur in ein Ghetto von kleinen Gruppen, die da eventuell befriedigt werden. Sie will die Wahlen tatsächlich in der Breite der Mitte, nicht in der Enge des Randes gewinnen. Und sie ist ja auch sehr erfolgreich. Ich habe ja sehr frühzeitig schon gesagt, sie wird länger Kanzlerin sein, als der Helmut Kohl Kanzler war. Das ist sicherlich ihr Ehrgeiz, auch wenn alle sagen, sie wird dann bei Zeiten aufgeben. Nein, nein, das braucht sie gar nicht. Ich will nur deutlich machen, da hat jemand ein Gefühl dafür. Und es macht den Konkurrenten es sehr schwer, daran dran vorbeizukommen. Also der Instinkt ist sehr gut entwickelt an dieser Stelle. Und da ist die FDP völlig daneben geraten, weil sie dachte, sie hat wirklich die 15% seiner Zeit erzielt. Nein, sie hat sie sich geliehen bei den Konservativen der CDU. Und ein zweites Mal hat das die Frau Merkel nicht zugelassen. Sie hat ja die Wahl damals beinahe verloren. Das heißt, sie hat die FDP in einem großen Teil atomisiert. Gibt es einen Weg zurück für so eine Partei? Oder es gab ja sogar schon Überlegungen, ob sich die Partei umbenennt. Das ist also eine Umetikettierung, ob die hilft. Ist das vorstellbar aus Ihrer Sicht? Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das sind Verzweiflungstaten und das, wie ernsthaft solche Debatten überhaupt geführt werden, das ist eigentlich auch schon ein Krisensymptom. Ich glaube, dass die FDP von all dem, was sie selber richtig machen muss, sich da neu aufzustellen, was wahnsinnig schwierig ist. Die haben ja auch sehr wenig Ressourcen. In dem Moment, wo man nicht mehr im Parlament drin sitzt, hat eine Partei, die gewohnt war, Stäbe von Mitarbeitern, von Abgeordneten zu haben, Einnahmen zu haben, mit denen sich eine Parteizentrale finanzieren lässt. Es ist ja ein Wahnsinnseinbruch, den es so historisch auch nie gegeben hat. Ich glaube trotzdem, für deren wirtschaftspolitische Vorstellung
besteht am ehesten Raum, wenn die ökonomische Situation sich verschlechtert. Eine leichte Eintrübung haben wir ja jetzt schon. Aber ich glaube, dass es so Gesetze wie der Mindestlohn, die relativ teuren Rentengesetze und so weiter, auch so fast widerspruchslos in der Öffentlichkeit zumindest durchgehen. In den Medien gab es viel Debatten drüber, aber bei den Wählern ist das ja alles sehr populär. Hat auch einfach damit zu tun, dass es ökonomisch im Moment so gut läuft. In dem Moment, wo sich die Leute Sorgen machen, sich überlegen, wie ist das mit der demografischen Entwicklung, werden wir in 10, 15 Jahren auch noch so gut dastehen, was ist mit dem Rest der Welt, inwieweit trifft es uns, dass die Märkte in Südeuropa auf Dauer sich nicht stabilisieren oder jedenfalls nicht so schnell, wie wir es uns wünschen würden. In dem Moment findet eine Partei, die eine andere Wirtschaftspolitik will, auch wieder mehr Gehör, glaube ich. Aber möglicherweise regieren dann auch die anderen Parteien. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für diese Einschätzung und Einordnung dessen, was wir bei den Landtagswahlen gestern an Ergebnissen hatten. Und die Sachsenwahl haben wir ja noch gleich miterledigt. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.